Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part. Pokémon Alpha Saphir. Ja, beim letzten Mal haben wir die Rätsel des Rätselmeisters gemacht. Und nun wollen wir uns, habe ich einen Schutz, ich meine schon, hatte ich keinen Bock auf wilde Pokémon-Encounter. Jo, haben wir noch, wunderbar. Und heute wollen wir uns in Richtung Malfenfroh City begeben. Aber zunächst, und ich sehe gerade die Silhouette da oben von Minun, passt sogar halbwegs, ne? Es passt halbwegs damit überein, durchaus. Naja, zuvor müssen wir noch diesen kleinen Pfad hier begehen. Und ein paar Trainer klatschen. Und meines Wissens nach auch noch einen Rivalenkampf. Der mehr oder weniger direkt nach diesem Trainer hier anstehen sollte. Was aber eigentlich mit... Ja gut, wenn ich mal so bedenke. Wir haben ja Hytropi als Gegner. Bei Maike. Wir haben ein Wasser-Pokémon. Ein Pflanze-Wasser-Pokémon. Also ein sehr guter Counter gegen... Morabel wird sie wahrscheinlich schon haben. Entsprechend mache ich mir da eigentlich mal keine großen Gedanken drum. Je nachdem, was sie halt sonst noch im Team hat, ne? Wenn sie jetzt mit, was weiß ich, einem Pelipa ankommen, dann haben wir ein kleines Problem, aber ein Winker sollten wir schon irgendwie gehandelt bekommen. Hi Sky, lang nicht gesehen. Ich suche gerade nach Pokémon. Mein Vater redet immer davon, dass er früher noch viel mehr Natur in dieser Welt gab. Auch das, ja, ne? Ist leider Realität, dass die Natur immer weniger wird. Es soll auch viel mehr verschiedene Pokémon angegeben haben. Wie mein Vater interessiere ich mich sehr für diese Pokémon in der Vergangenheit. Deshalb betreiben wir Feldforschung, weißt du? Auf dem Weg hierher bin ich einer Menge unterschiedlicher Pokémon begegnet und habe viel über sie gelernt. Das hat meine Pokémon und mich stärker gemacht. Daher würde ich vorschlagen, dass wir uns einen kleinen Kampf liefern. Ja, das muss man im Pokémon-Spielen ja durchaus mal lassen. Okay, sie hat einen Knill. Das sollte eigentlich auch easy machbar sein. Sie tun durchaus auch Themen ansprechen oder ins Spiel reinbringen, die... Leider, aha, okay, was, ich hätte, ob ich jetzt die Vergiftung lieber habe als die Paralyse, weiß ich nicht. Naja, sie bringen wirklich Themen aus unserer Zeit, aus der Realität in die Spiele mit rein. Wie eben, ja, Artensterben, Rückgang der Natur. Beziehungsweise Zerstörung der Natur. Was eben auch ein Grund für das Artensterben dann letzten Endes leider ist. Also das muss man wirklich mal so sehen lassen. Das ist leider traurige Realität. Anscheinend merkt sie, okay, ich habe nicht wirklich was gegen... dieses Lombrero auszurichten. Heilt sogar mehr mit seinem Absorber, als ich ihm Schaden mache. Also muss ich seine Genauigkeit senken. Was dir aber nichts bringt, denn Lombrero kommt trotzdem durch. Haha. So, was hast du sonst noch? Ein Reptane, okay. Wieso bleibe ich nicht einfach drin? Ich habe Wasserattacken.
Egal. Wahrscheinlich, weil ich gedacht habe, das ist ein Reptil, aber war eine Anspielung an einen anderen LP. Falls ihr es kennen solltet. Wenn nicht, dann okay. Dann halt nicht. Aber auf jeden Fall haben wir Maike easy peasy weggeklatscht. Ach du Schande, du bist stärker als ich gedacht habe. Dafür gib mir 800 Poké-Dollar, du Geizhals. Hey, du hast auch fleißig trainiert, nicht wahr? Oh, unser Pummel sieht ganz schön erschöpft aus. Wir sollten dafür sorgen, dass sie wieder zu Kräften kommen. Dankeschön. Und das hier ist ein Geschenk für dich. Das Itemradar und eines der besten Itemradars, finde ich sogar. Das ist ein Itemradar. Probier es mal aus. Wenn irgendwo ein Item versteckt ist, reagiert es darauf. Und führt dich so direkt zum Fundort. Es macht richtig Spaß, zuzusehen, wie es sich auf deinem Kopf bewegt. Wenn du es einmal aufgesetzt hast, willst du es nie wieder abnehmen. Also dann, Sky, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, dass wir beiden noch vielen, vielen Pummeln begegnen werden. Sie hat schon ein Fahrrad, aber nur das olle Kunstrad, also ist sie nicht so schnell. Ja, ich muss wirklich sagen, das Itemrad da finde ich hier ziemlich cool. Denn, ja, man sieht's, ja. Es schlägt halt aus, also verfärbt sich. Je dunkler es ist, also je dunkler es wird, desto näher ist man an dem Item dran. Ich meine, hier ist leuchtet erstmal so bläulich. Wird dann grün. Und wenn man direkt vor dem Item steht, wird es halt rot. Und es blinkt dann halt und macht Geräusche. Das Schöne ist, du kannst, glaube ich, sogar auf dem Fahrrad noch das Pfeil nutzen. Und hast ja potenziell mehrere Items oder so, die du noch nebenbei her nutzen kannst. Und du kannst halt ganz einfach das Inventar öffnen, ohne das Teil zu deaktivieren. Du kannst deutlich mehr Möglichkeiten, wenn du das Item da benutzt. Im Schwarzen Weiß zum Beispiel, wenn du das Menü öffnen wolltest und das Item da aktiviert hattest, das war ja auf dem Touchscreen zu sehen, dann hast du es halt deaktiviert, also ausgemacht, damit du das Menü öffnen konntest. Fahrrad konntest du zwar auch gleichzeitig benutzen. Hier müsste es eigentlich auch gehen. Aber ja. Bist hier halt ein bisschen eingeschränkter in dem, was du gleichzeitig benutzen kannst. Und das ist halt ein bisschen blöd. Wendelin, okay. Man, Wendelin habe ich schon mal gehört, aber Wendelin. Weiß ich nicht, ob ich den Namen schon mal gehört habe. Na gut, er hat nur ein Abra. Und das ist einfach mal ein One-Shot. Soll vielleicht auch mal Lombrero wieder nach vorne tun. Ich brauche wirklich mal neue Teammitglieder allmählich, ne? Könnten ihr schaden, definitiv. Problem ist halt nur, die Pummeln, die ich Stand jetzt ins Team nehmen will, kommen halt ein bisschen später. Also okay, Voltoball wäre es natürlich eine Option, zu sagen, okay, das nehme ich ins Team, weil ich brauche ja irgendwo mal ein Elektro-Pokémon. Aber ich weiß nicht, ob ich Voltoball ins Team nehmen will.
Und ein Fritzelblitz dürfte es hier eigentlich auch geben auf dieser Route. Schwierig, schwierig. Aber ich bräuchte halt wirklich mal langsam ein neues Teammitglied. Vor allem, ich habe eine Flugschwäche. Eine ziemlich starke sogar. Weil ich habe halt literally gar nichts gegen Flug-Pokémon im Team. Sombrero kann nichts groß machen. Klar, es kann das Schaden machen. Das kann auch mein Junglut. Aber wir haben halt beide. Das haben halt beide eine Schwäche gegen Flug-Pokémon. Von daher, das ist so unser einziger Nemesis momentan. So ein Elektro-Pokémon wird unsere Schwäche halt schon ausgleichen. Naja, zum nächsten Part überlege ich mir vielleicht mal was. Was ich ins Team nehmen will oder werde. Weil ich hätte jetzt eigentlich schon zwei Ideen für weitere Teammitglieder. Eigentlich, ja. Ich hatte schon eins im Kopf, was ich ins Team nehmen will. Aber irgendwie. Also eins weiß ich definitiv und eins war noch in Planung. Aber da kommen wir halt erst später hin. Ich muss mal schauen. Wow, das ist also Miles in Frost City. Aha, der scheint dir zu gefallen. Was sagst du? Wollen wir uns in der Gastronomie Miles in Frost einen kleinen Imbiss besorgen? Oder doch lieber am Fahrrad aus Radlers Rad laden? Ein bisschen Sport täte dir gut. Nein, zuerst will ich mein Glück in der Arena versuchen. Was? Mal sehen, wo ist hier die Arena? Aha, verstehe. Einfach geradeaus. Direkt hinter dem Garten in der Mitte der Stadt. Aber Heiko. Ja, ihr seht schon, Miles in Frost City ist ein bisschen größer hier geworden. Ein bisschen sehr viel größer als im Original. Es galt ja als die größte Stadt von Pokémon, also von Höhen. Nicht von Pokémon im Allgemeinen, aber von Höhen halt. Und ja, das hier zeigt es dann doch nochmal ganz gut, dass es durchaus deutlich größer ist. Man muss halt sagen, im Original war es nicht gerade sehr groß. Da fand ich fast schon Metro City größer als Miles in Frost. Aber naja, jetzt sieht man durchaus, die Stadt ist doch ziemlich groß. Nicht so groß wie Illumina. Das hier ist ein besonderer NPC nebenbei. Ich bin der Märchenonkel. Ich habe eine sehr geistreiche Geschichte für dich auf Lager. Ja, erzähl mal. Kriegst du ja beim Anblick der untergehenden Sonne auch immer Heimweh? Nö. Ach, und noch was. Was meinst du, wie es am Meeresboden aussieht? Ich würde ihn gerne mal mit eigenen Augen sehen. Und wenn es mein einziges Mal wäre, du auch? Ja, wieso nicht? Ach, und noch was. Ich habe mit Wachsmalstifte in 120 verschiedene Farben gekauft. Na, neidig? Nicht wirklich. Jetzt habe ich meine Munition erstmal verschossen. Danke fürs Zuhören. Alles Kleine an. Okay. Tolle Geschichten. Wirklich wunderbare Geschichten hat er hier. Oh, das kann man sogar sich ins grüne Gras legen und ein Nickerchen machen. Das ist schon was Herrliches, oder? Ja.
Solange man nicht von Zecken oder so überfallen wird. Gibt es eigentlich einen Weg, auf Seifenblasen durch die Gegend zu schweben? Wenn du eine Ameise wärst, vielleicht. Aber als Mensch bezweifle ich's. Ach, und noch was. Pack dich auch immer der Weltschmerz, wenn am Strand die Gischt mischt. Mit nasskalter Hand eine Nachricht verwischt. Die geschrieben und dann keine Leserschaft fand? Nö. Mir doch egal. Ja, man bekommt hier halt ein paar. Mit etwas Glück läufst du auch beim Kollegen. Sie sehen mir ziemlich. Okay. Ja, es gibt da mehrere von denen. Ich glaube, im Original konnte man sogar nur einen antreffen. Hier kann man alle antreffen. Aber ich denke mal, das dauert halt ein bisschen. Bis die neu spawnen, so gesehen. So, mal gucken, ob ich hier noch ein paar Items habe zum Verkaufen. Weil meines Wissens nach gibt es hier TMs zu kaufen. Ein paar von denen sind gar nicht mal so verkehrt. Genau. Giftschock ist ganz cool. Aeroas ist eigentlich ganz cool. Dampfwalze ist ganz cool. Steigerungssieb und Drachenrute. Kaufen wir mal Dampfwalze. Kann das überhaupt irgendwer lernen von meinem Pokémon? Höchstens Jungglück, glaube ich. Nee. Nicht mal ein Pokémon. Naja, egal. Ich habe jetzt keine Bedenken vor der nächsten Arena. Aber da gehen wir jetzt sowieso noch nicht hin, denn wir gucken uns erst ein kleines bisschen hier in Malvenfroh um. Ja, das hier ist eine. Ich glaube, der Junge erzählt uns das jetzt sogar. Hey du, Trainer, das ist dein erster Besuch hier, stimmt's? In der Gastromeile Malvenfroh geht es bunt zu. Um hier was zwischen die Beißhalte zu bekommen, musst du einen bestimmten Ablauf einhalten. Als Stammgast kenne ich mich natürlich aus. Am besten erkläre ich dir alles Schritt für Schritt. Schritt 1. Gib an der Theke deine Bestellung auf. Es stehen insgesamt 3 Gerichte zur Auswahl. Also such dir aus, was dir am appetitlichsten erscheint. Wenn du bestellt hast, bekommst du einen Buzzer. Schritt 2. Setz dich auf einen freien Platz und warte. Es dauert eine Weile, bis dein Essen fertig ist. Und jetzt kommt der Knackpunkt. Während du auf dein Essen wartest, bist du von anderen Gästen zum Kampf herausgefordert. Die haben es alle auf deinen Sitzplatz abgesehen. Wenn du nicht mit leerem Magen gehen möchtest, musst du deinen Platz gegen sie verteidigen. Schritt 3. Reinhauen. Wenn dein Buzzer den Signalton abgeht, kannst du dir an der Theke deine fertige Mahlzeit abholen. Dann heißt zurück an deinen Platz und guten Appetit. Na, ist doch gar nicht so kompliziert, oder? Wie wär's, wo du schon mal hier bist, kannst du dich auch gleich einen Happen essen. Einen Anfänger wie dir empfehle ich einen Leckerbissen aus der Einerregion. Das Dorf-Sandwich-Menü. Es ist erst seit kurzem in Höhen erhältlich. Damit kann man eigentlich nichts falsch machen. Bei jungen Leuten wie dir, die auf unkomplizierte Gerichte und Einzelkämpfe abfahren, ist es sehr beliebt. Alles klar, dann mach's gut. Ich hoffe, du genießt deinen Besuch. So alt siehst du jetzt auch nicht wirklich aus. Naja, das ist auch nochmal eine Möglichkeit, hier ein bisschen zu trainieren. Wenn man es nötig hat. Kann hier nicht das Itemrad da benutzen? Okay. Das heißt, hier gibt es schon mal keine versteckten Items. Das ist gut zu wissen. Ja, an den Seiten hier gibt es immer noch ein paar Stände. Ah. Bei ihm kann man wohl hier diese Feuersäule, Wassersäule, Pflanzensäule oder so beigebracht bekommen. Für die Starter sind natürlich an sich gute Attacken.
deutlich besser als das, was wir jetzt haben, weil Stärke 80 ist das sogar. Ah, ich glaube, hier kann man Lurkanonade und so. Genau. Aquahaubitze und Flora-Statue heißt die Attacke doch jetzt mittlerweile, ne? Meine schon. Ja, wir holen uns jetzt erstmal unser Fahrrad hier ab. Genau, Kunst und Eirad gibt es. Wir holen uns natürlich das Eirad, denn wir wollen ja auch schnell unterwegs sein. Man kann die natürlich auch jederzeit hier umtauschen, aber momentan reicht, denke ich mal, das Eirad. Wir haben halt beide eher Vor- und Nachteile. Das Eirad ist halt schnell, dafür ja etwas schwieriger zu handeln. Ah, okay, das ist das. Das ignorieren wir mal. Umkehrkampf heißt halt, glaube ich, einfach Höhens Haus der Prüfung. Okay, das ist, glaube ich, auch noch nichts für uns. Da gelten die Apartments. Was haben wir hier? Ah, Fernsehen. Gibt es hier irgendwas? Ich habe jetzt eigentlich nur ja gesagt, weil er mich sonst nervt. Wahrscheinlich. Wer guckt heutzutage eigentlich noch Fernsehen? Guckt ihr heutzutage immer noch Fernsehen? Wenn ja, was? Würde mich mal so interessieren. Ich muss sagen, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal Fernseher angeschaltet habe. Um wirklich irgendwas zu gucken. Weil, ja gut, letzten Endes. Hey, ich kann mich auf den Reporterstuhl setzen. Jetzt mache ich die Nachrichten. Ja. Und jetzt die Nachrichten. Es ist schon wieder irgendeine Naturkatastrophe passiert. Dead Life momentan, ne? Das ist leider wirklich so. In den Nachrichten läuft nichts anders mehr als: Da ist eine Naturkatastrophe. Da ist eine Naturkatastrophe. Nein, ich wollte das hier noch nicht triggern. Ach, bitte, Onkel, bitte. Nein. Ich will wissen, wie stark ich geworden bin. Davon muss ich einfach in dieser Arena antreten. Bitte darf ich, bitte, 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 bitte. Man muss ja immer alles so überstürzen, Heiko. Und ist dann in der Festplatte schon wieder überlaufen? Mann. Falls du dein Leben dem Pokémon widmest, geht es dir viel besser. Dann besteht kein Zweifel. Übernimm dich doch nicht gleich wieder, indem du plötzlich in der Arena antrittst. Ach, ich übernehme schon nicht. Solange Thruster mir hilft, besiege ich jeden. Oh, hi Sky. Seit wir uns das letzte Mal gesehen haben, sind Thruster und ich viel stärker geworden. Mir liegt viel daran, dass du und mein Onkel das versteht. Deshalb meine Bitte, kämpf gegen mich, Sky. Na gut. Vielen Dank. Okay, fangen wir gleich an. Gib alles, Thruster. Wir müssen einfach gewinnen. Du glaubst mit einem Pokémon, dass jetzt nicht gerade sehr tanky ist. Wahrscheinlich auf Level 16 oder so ist. Oder 17, okay. Du glaubst ernsthaft, dass du mit so einem Pokémon die Arena von Malifaux City schaffst. Ich glaub's ja irgendwie nicht so. Vor allem, wenn du Teleport einsetzt. Ja, also du solltest besser noch nicht in der Arena antreten. Versuch dich erstmal in der ersten oder zweiten Arena, ne? Okay, ich gehe zurück nach Wiesenflur. Vielen Dank, Sky. Trainer zu sein ist keine leichte Aufgabe, was? Es reicht nicht, ein Pokémon-Team einfach nur durch Kämpfe zu trainieren. Es gehört mehr dazu, ein guter Trainer zu sein. Hör doch nicht gleich so niedergeschlagen, Heiko. Es hält dich davon ab, nach und nach stärker und stärker zu werden. Richtig, nichts.
Komm, lass uns nach Hause gehen. Da warten schon alle auf dich. In Ordnung. Geil. Ich werde viel stärker werden. Durch diesen einen Kampf ist es mir so klar geworden. Ich beginne zu verstehen, was ich Cluster und mir zumuten kann, was nicht. Und deswegen möchte ich dich um etwas bitten. Bitte erkenne mich als dein Rival. Ach, ich rede schon wieder dummes Zeug. Vergiss einfach, was ich gerade gesagt habe. Bis demnächst. Es dämmert es mir so langsam. Du musst der Trainer sein, der sich damals um Heiko gekümmert hat, als er sein erstes Pokémon fing. Dass aus Heiko so ein zuversichtlicher Junge geworden ist, verdankt allein dir. Dafür bin ich dir sehr dankbar. Ach ja, hier ist das als kleine Aufmerksamkeit für dich. Das ist nicht viel, aber es kommt vom Herzen. Hey, Zertrümmerer, vielen Dank. Wenn dir unterwegs riesige Felsen den Weg versperren, bitte die Attacke Zertrümmerer den Weg ebnen. Lass jetzt bitte gehen. So verabschiede ich mich dann langsam. So, bei Gelegenheit mal bei uns in Wiesenfurt vorbei. Ich würde mich sehr freuen. Und Heiko natürlich auch. Also mach's gut. Tschüssi. Gut, und von euch verabschiede ich mich dann auch. Das war's mit Pokémon Alpha Saphir für heute. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, lasst gerne ein wenig Feedback da, positiv oder negativ, bleibt euch lassen, gerne mit einer kleinen Begründung, was euch gefallen hat und was nicht. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein werdet, wenn wir dann in Malfenfo uns noch ein bisschen umschauen und vielleicht noch mit der Arena beginnen, ich weiß es noch nicht. Wir werden sehen. Bis dahin. Ciao, ciao, Leute.